kannst du weichen. Eiche hin, Buche her, am sichersten ist man bei einem Gewitter natürlich im Auto. Warum ich trotzdem die Nähe der Eiche gesucht habe, hat natürlich einen Grund. Das Tier, um das es in unserer heutigen Geschichte geht, hat nämlich mit der Eiche durchaus was gemeinsam. Ebenso viel wie mit diesem Hörnchen. Und zwar den Namen. Tipp noch, es ist kein Kamel. Natürlich, es geht heute um das Eichhörnchen. Das kleine, niedliche Tier mit dem buschigen Schwanz hat vielleicht jeder von euch schon mal gesehen. Und erinnert ihr euch auch noch wo? War es eher im Wald oder vielleicht bei euch im Garten oder in einem Park? Beides wäre möglich, denn Tatsache ist, dass immer mehr von den kleinen Eichhörnchen auch in Parks und Gärten leben. Und das, obwohl sie ja eigentlich den Menschen meiden müssten. Denn schließlich war es der Mensch, der große Teile der Wälder abgeholzt und damit den Eichhörnchen ja ihre Lebensgrundlage genommen hat. Aber Eichhörnchen sind schlaue Tierchen. Die haben schnell gemerkt, dass sich auch in unmittelbarer Nähe des Menschen in Städten und Dörfern gut leben lässt. Und wer würde schon so einem niedlichen Eichhörnchen was tun? Eichhörnchen brauchen viele Nahrungsbäume, um satt zu werden. Als die Menschen immer mehr Wälder abholzten, um Baumaterial zu haben und den Boden für die Landwirtschaft und neue Siedlungen zu nutzen, wurde es für Eichhörnchen zunehmend enger. Sie mussten sehen, wo sie blieben, und so eroberten viele die von Menschen angelegten Parks. Längst sind sie zu Freunden der ehemaligen Feinde geworden und wissen den Menschen Nüsse aus der Tasche zu ziehen. Eichhörnchen, die in Parks und Gärten leben, haben es besser als ihre Artgenossen im Wald. Sie sind hier sicherer vor manchen Feinden, zum Beispiel großen Vögeln wie Habicht und Sperber. Die trauen sich nämlich kaum so nah an von Menschen besiedeltes Gebiet heran. In einem Jahr kann das Weibchen viermal trächtig werden, zweimal im Frühling und zweimal im Spätsommer. In dieser Baumhöhle hat das Weibchen vor wenigen Tagen 6 Junge zur Welt gebracht, ungewöhnlich viele. Üblich sind bei Eichhörnchen 2 bis 5 Junge. Noch sind sie nackt, blind und taub. Doch die Greifzehe und die langen Fingernägel sind schon gut entwickelt. Sie werden später zu kleinen Dolchen heranwachsen und das wichtigste Kletterwerkzeug werden. Das Leben der Winzlinge besteht daraus, die Milch der Mutter zu trinken und satt wieder einzuschlafen. Nach wenigen Tagen wachsen die Haare. Zwei Wochen später sind die Augen und Ohren auf und das Eichhörnchenjunge hat schon ein dichtes Fell. Und nach 6 Wochen ist es auch schon an der Zeit, das Nest zu verlassen. Bald werden die Eichhörnchen sich ein eigenes Revier erkämpfen und selbst Junge haben. Das Leben der Eichhörnchen dreht sich um Nüsse. Mindestens 5 Stunden am Tag wird geknackt und geknabbert. Vor allem die Männchen müssen ordentlich an Gewicht zulegen. Denn für die Partnerwahl gilt, der Kräftigste wird gewinnen. Und wer will nicht bei den Weibchen am besten ankommen? Doch auch in den Parks und Gärten der Menschen muss ein Eichhörnchen ständig wachsam sein. Andere Wildtiere haben hier ebenfalls ihre Reviere, zum Beispiel der Baummarder. Leichtfüßig streift er hoch oben durch den Baum und findet auch bald ein Eichhörnchennest in einer Astgabel. So manches Eichhörnchenjunge fällt dem Baummarder vom Frühjahr bis Herbst zum Opfer. Da aber die Weibchen im Jahr bis zu 4-mal trächtig sind, werden immer genügend Junge überleben und den Fortbestand der Art sichern. Auch dieser Jäger hält mit scharfem Blick Ausschau nach Eichhörnchen. Hoch oben im Blätterdach findet, meist unbemerkt von den Parkbesuchern, ein unermüdlicher Wettstreit unter den Männchen statt.
Es geht dabei um die besten Reviere und natürlich um die Weibchen. Hier setzt ein Männchen einem Weibchen nach. Das Weibchen hält inne und lässt den Bewerber näher kommen. Das Markenzeichen des europäischen Eichhörnchens ist sein buschiger Schwanz. Er dient als Steuerruder bei weiten Sprüngen. Mit den langen Tasthaaren im Gesicht orientiert es sich beim Klettern. Auch an den Händen, Füßen und Armen, an Bauch und Schwanz hat es Tasthaare. Damit kann es jeden Ast, jeden Zweig, jeden Untergrund erfühlen. Frische Samen und Nüsse gibt es nur wenige Monate im Jahr. Wenn der Magen voll ist, müssen schnell ein paar Nüsse verbuddelt werden, als Vorrat für magere Zeiten. Leider können sich Eichhörnchen die Verstecke nicht merken. Und so sind sie später ständig auf der Suche nach vergrabenen Nüssen. Dabei müssen sie sich ganz auf ihre Nase verlassen. Sie wittern eine Nuss in der Erde bereits auf 30 cm Entfernung. Beim Suchen bleibt so manche Nuss unbemerkt im Boden liegen. Und das macht durchaus Sinn. Aus jeder vergessenen Nuss kann ein neuer Baum entstehen, der, sobald er Früchte trägt, nachfolgende Eichhörnchengenerationen mit Nahrung versorgt. Eichhörnchen sind Nagetiere. Mit ihren scharfen Zähnen können sie sogar Baumrinde ablösen und zerkleinern. Die ist besonders vitaminhaltig. Kaum eine Kletterpartie ist ihnen zu riskant. Doch einen Sprung übers Wasser machen sie ungern. Der Weg über den Baumstamm ist sicherer. Eichhörnchen sind nämlich ausgesprochen wasserscheu. Schön blöd, wenn man sich nicht erinnern kann, wo man seine Nüsse vergraben hat. Aber natürlich hilft den Eichhörnchen ihre gute Nase und sie können vergrabene Nüsse noch auf eine Entfernung von 30 Zentimetern riechen. Mal schauen, ob ich das mit meiner Nase auch kann. Also ich riech gar nichts. Und schon gar keine Nüsse. Deshalb benutze ich in diesem Fall lieber meine spezielle Haselnuss-Wünschelrute. Na, dann wollen wir mal sehen. Oh, da scheinen wir ja schon ein Nussversteck gefunden zu haben. Ihr denkt jetzt bestimmt, ich habe diese Nüsse hier versteckt und mir die Stelle nur gemerkt, oder? Dass die Eichhörnchen so vergesslich sind, ist sogar gut, denn aus mancher vergrabener Nuss, die sie im Winter nicht finden, wächst im nächsten Jahr ein neuer Nussbaum. Und wenn der dann groß genug ist, gibt's wieder jede Menge leckere Nüsse. In der Natur ist eben alles zu was gut, sogar die Schusslichkeit. Denn damit sorgen die Eichhörnchen dafür, dass auch ihren Nachkommen die Bäume noch bis in den Himmel wachsen. Da könnte man auf die Idee kommen, die Tiere leben in paradiesischen Verhältnissen. Aber bei weitem gefehlt. Was viele nicht wissen, es steht gar nicht gut um unser heimisches Eichhörnchen. Ihm droht regelrecht Gefahr. Und die geht diesmal gar nicht vom Menschen aus, sondern von der eigenen Verwandtschaft. Es gibt nämlich stärkere Hörnchenarten, die unser einheimisches Eichhörnchen regelrecht aus Mitteleuropa vertreiben. Gut geschützt im hohen Baum knabbert ein europäisches Eichhörnchen eine Nuss. Es hat genügend Nahrung und kennt die Feinde, vor denen es sich in seinem Revier in Acht nehmen muss. Noch ist sein Lebensraum in Ordnung. Aber für wie lange? Bislang bilden die Alpen noch einen natürlichen Schutzwall gegen die Eindringlinge, die aus dem Süden vordrängen. Es sind fremde Hörnchenarten aus Nordamerika und Südostasien. Sie wurden von Schiffsreisenden nach Italien gebracht. Die unfreiwilligen Einwanderer eroberten die Parkanlagen der Hafenstädte und zogen hinaus in die Wälder. Das ist ein amerikanisches Grauhörnchen. Zu Zeiten, als von Artenschutz noch keine Rede war, wurden seine Vorfahren im Hafen von Genua von Bord gebracht und freigelassen. Im Nervi-Stadtpark fanden sie eine Heimat und vermehrten sich rasch.
Längst haben die Grauhörnchen den Park und die Waldgebiete um Genua übernommen. Die roten, heimischen Eichhörnchen gibt es in dieser Gegend nicht mehr. Sie wurden von ihren überlegenen, grauen Verwandten vertrieben. In den Wäldern um Aquiterme, in der Nähe der norditalienischen Stadt Turin, hat sich eine asiatische Art angesiedelt. Das Schönhörnchen aus Indochina und Malaysia. Auch die Schönhörnchen kamen mit dem Schiff. Reisende führten sie als exotische Mitbringsel in Italien ein. Das Schönhörnchen erwies sich als schier unersättlich und sehr geschickt bei der Nahrungssuche. Die asiatische Art fraß den Alteingesessenen einfach alles weg. Die europäischen Eichhörnchen mussten notgedrungen ihren Lebensraum verlassen. Schönhörnchen richten große Schäden an den Pflanzen in Parks, Plantagen und Gärten an. Viele Leute wollen die Tiere wieder loswerden. Aber wie? Es gibt überdies eine Gegenseite unter den Tierschützern. Sie vertritt die Meinung, Lebensrecht für alle, auch für die fremden Schönhörnchen. In den Wäldern bei Turin wurden aber auch Amerikaner.